بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, wie wir schon letzte Woche begonnen haben, haben wir gesagt, dass derjenige, der im Ramadan erfolgreich sein möchte und der die Früchte des Monats Ramadan ernten möchte, sodass sie reif sind und genießbar sind, der muss schon in diesem Monat Rajab beginnen, sich vorzubereiten. Denn derjenige, der die Saat erst im Monat Ramadan einpflanzt und sie im Monat Ramadan pflücken möchte, die Früchte, der wird sie ungenießbar vorfinden. Der wird sie unreif vorfinden. Denn er hat ihr nicht die Zeit gewährt, die sie braucht, um zu reifen. Und wir haben gesagt, die vorangegangenen Generationen, wie die Gefährten und denjenigen, die ihnen nachgefolgt sind, diese traten in das Paradies auf Erden ein, welches die Voraussetzung ist, um ins Paradies im Jenseits einzutreten. Wie die Gelehrten gesagt haben, im Diesseits ist ein Paradies auf Erden. Wer nicht in dieses eintritt, wird nicht in das Paradies am Tag der Auferstehung eintreten. Es ist das Paradies der Sehnsucht nach Allah. Das Paradies der Geborgenheit durch Allah. Das Paradies des Gedenkens an Allah subhanahu wa ta'ala, der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, Allah gewährt in einigen Tagen des Jahres einen Hauch von Segen. So setzt euch diesen aus, denn vielleicht trifft jemand von euch solch ein Hauch, sodass er nie wieder unglücklich wird. Dieser Hauch von Segen, das sind die Momente und die Chancen, die Allah subhanahu wa ta'ala edel, gütig und großzügig, wie er ist, den Menschen verleiht. Obwohl er der Unabhängige, der Reiche ist, subhanahu wa ta'ala, der es nicht nötig hat, uns diese Möglichkeiten zu geben, doch er ist der Gnädige und Barmherzige und Sanftmütige, subhanahu wa ta'ala, so gibt er uns Momente und Zeiten, in denen wir sehr viel Iman tanken können, indem wir sehr viel Vertrauen auf Allah, Liebe zu Allah, Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala, Sehnsucht durch Allah azza wa jal empfinden können. Und sicherlich ist der Monat Ramadan eines der wichtigsten Momente im Leben eines Muslims. Der Tabi'i al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala sagte, prüft den Geschmack, also des Glaubens, während dem Gebet und während der Rezitation des Koran und während dem Gedenken an Allah. Wer ihn vorfindet, also den Geschmack des Glaubens, der möge die frohe Botschaft erhalten. Und wer den Geschmack nicht findet, der möge wissen, dass das Tor geschlossen wurde. Möge Allah uns erfordern. Welches Tor? Das Tor der Gnade Allahs. Das Tor der Zufriedenheit Allahs. Das Tor der höchsten Stufen im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen und unsere Sünden vergeben. Wie kamen die Gefährten und die nachfolgenden Generationen zu solchen Stufen an Glauben? Sie liebten Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wussten, wer Allah azza wa jal ist. Und deswegen erinnerte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten daran, welche Quelle der Ramadan darstellt, dieser Monat Ramadan darstellt. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, zu euch ist der Monat Ramadan gekommen, ein gesegneter Monat, den Allah euch zu fasten auferlegt hat. Es werden in ihm die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore des Höllenfeuers
geschlossen. Die großen Teufel werden gefesselt. Und im Monat ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Wer von diesen Sachen, wem dies vorenthalten wird, der ist wahrlich ein Verlierer. Möge Allah uns davor bewahren. Die Gefährten, wenn sie das hören, die Tore des Höllenfeuers sind geschlossen. Das heißt, Allah wird meine Reue, meine Demut, meine Rückkehr annehmen. Die Tore des Paradieses sind geöffnet. Das heißt, Allah Azza wa Jal wird mich annehmen. Er wird zufrieden sein mit mir. Deswegen haben sie alles daran getan, diesen Monat so gut es geht auszunutzen. Dazu gehört, nur um Beispiele zu erwähnen, dass der Imam al-Shafi'i, und wir dürfen nicht nur, liebe Geschwister, islamtechnische Angelegenheiten von diesen Gelehrten uns anschauen, welches Wissen sie haben in der Rechtswissenschaft, sondern uns anschauen, wie haben sie gelebt als Menschen? Wie haben sie Allah angebetet? Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah hat im Ramadan den Koran 60 Mal durchgelesen, und zwar zweimal am Tag. Al-Imam al-Bukhari, der Hadith-Wissenschaftler, hat die Ahadith beiseite gelegt und nur noch den Koran gelesen, tagtäglich durchgelesen. Und er sagte, es ist der Monat des Koran. Al-Imam Malik hat aufgehört, den Menschen etwas beizubringen, seine wissenschaftlichen Sitzungen zu halten, um sich dem Koran zu widmen. Uthman ibn Affan radiallahu anhu las den Koran in einer Nacht. Es sind Menschen, die verstanden haben, worum es geht. Es sind Menschen, die sich sicher waren, es wird der letzte Ramadan sein. Und sollte es doch nicht der letzte Ramadan sein, dann muss ich ihn so fassen, als ob es der letzte wäre. Wer von uns, liebe Geschwister, hat jemals in diesen letzten Jahren, in denen er so oft Ramadan gefastet hat, wer von uns hat gedacht, ich werde das Ende dieses Monats nicht mehr auf der Erde, sondern unter der Erde erreichen? Wer von uns ist sich gewiss, dass in jeder Sekunde und jedem Moment Malakul Maut, der Engel des Todes, ihn besuchen kann und die Seele nehmen kann? Oder denken wir werden noch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre weiterleben. Ich habe noch viele Monate von Ramadan vor mir, deswegen kann ich diesen einfach mal vergeuden, die Chance. Und deswegen, ich werde jetzt nicht Arabisch lernen. Und ich sage diesen Punkt, erwähne diesen Punkt jedes Jahr. Es kann nicht sein, dass du Muslim die höchsten Stufen des Paradieses erreichen möchtest, den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies begleiten möchtest, mit Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und wie sie alle heißen, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zusammen sein, und du zeigst aber nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Interesse hast an dem Buche Allahs. Du hast überhaupt kein Interesse an der Anbetung Allahs. Du weißt gar nicht, wie man den Koran liest. Und du hast es auch nicht vor, die nächsten zwei Monate den Koran zu lesen oder zu lernen. Du hast vor, diesen kommenden Ramadan in zwei Monaten so zu vergeuden, wie du die ganzen letzten Monate von Ramadan vergeudet hast. Du wirst den Koran nicht lesen, weil du die arabischen Buchstaben nicht lernen möchtest. Und dann erwartest du die höchsten Stufen, möge Allah uns vergeben. Schau dir an, was die Gefährten getan haben. Yahya ibn Kathir ibn Abi Kathir rahimahullah sagte, O Allah, lass uns unversehrt Ramadan begegnen und lass Ramadan unversehrt uns begegnen und nehme von uns Ramadan unversehrt auf.
Und die Gefährten und die Tabi'in haben 6 Monate schon vor Eintritt des Monats Ramadan Allah immer gebeten: O Allah, lass uns Ramadan erreichen. Und das haben die nicht so mit einem Lippenbekenntnis gemacht: Ja, wenn wir es erreichen, okay, wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Nein, sondern mit Sehnsucht: O Allah, bitte, bitte lass mich so lange leben, sodass ich Ramadan erreiche. Warum? Weil sie wussten, wer auf diese Insel kommt, ist gerettet. Wer diese Rettungsinsel erreicht, der ist gerettet. Denn in jeder Nacht im Ramadan werden Menschen vor dem Höllenfeuer gerettet. Möge Allah uns dazu zählen. Aber das sind nur diejenigen, die schon vorher, Monate und Wochen vorher, sich vorbereitet haben. Was heißt vorbereitet? Sie trainieren sich in der Kondition, Koran zu lesen. Kondition zu haben, viel zu beten, viel zu spenden, viel zu fasten, viel Allah zu gedenken. Keiner geht in eine Olympiade und trainiert erst einen Tag davor. Wer Ausdauer trainieren möchte, der muss das Monate vorher tun. Und genau das haben diese Gefährten getan. Und dieser Monat, liebe Geschwister, ist ein Beweis der Liebe. Warum? Und nun, ein Gelehrter wurde gefragt: Was ist das Anzeichen der Liebe? Er sagte, dass du das, was dein Geliebter verabscheut, selbst so verabscheust wie die bitterste Pflanze. Dass du das nicht möchtest, dass du nicht erträgst diese Sünde, das zeigt deine Liebe. Und im Ramadan zeigen wir allesamt die Liebe Allahs Azza wa Jalla dadurch, dass wir das, was wir eigentlich lieben an Nahrung, unterlassen. Warum? Weil derjenige, den wir lieben und von dem wir geliebt werden wollen, es uns so auferlegt haben, hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diesen Ramadan zu erreichen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen zählen, die im Ramadan gerettet werden vor dem Höllenfeuer.